Herzlich willkommen, schönen guten Abend, liebe Gäste bei uns zur Pressekonferenz nach dem Spiel der DKB Handball-Bundesliga TuS Lübbecke gegen den TVB 1898 Stuttgart. Ich begrüße die Damen und Herren der Presse. Ich begrüße natürlich zu meiner Linken den Trainer unserer Gäste, Thomas König, und zu meiner Rechten unseren Trainer Goran Perkovac. Wir hatten heute 1965 Gäste bei uns in der Merkur Arena, Endstand 23-22. Gratulation an Goran, den hören wir gleich. Als erstes geben wir das Wort dem Gästetrainer und freuen uns auf seine Meinung zu den gesehenen dramatischen 60 Minuten. Ja, guten Abend alle miteinander. Glückwunsch an meinen Kollegen zu dem Sieg heute. Ich bin gerade emotional etwas sehr vorbelastet, gebe ich offen und ehrlich zu. Von daher zum Spiel ganz kurz. War ein packendes Spiel, über 60 Minuten. Beide Mannschaften gewinnen können. Wir haben verloren, von daher denke ich, verdient der Sieg. Für Nettelstedt Glückwunsch und ja, Dankeschön. Goran, was hast du heute alles gesehen und ja, deine Meinung, deine Analyse zum Spiel? Auch guten Abend an alle. Dankeschön für den Glückwunsch. Es ist viel schöner so, wenn man Glückwünsche kriegt vom Kollegen auf die andere Seite als umgekehrt, weil in letzter Zeit habe ich oft gratulieren müssen. Ich glaube, Gratulationen sind auch berechtigt. Nicht, weil wir besser waren, sondern weil wir so unglaublich gefightet haben, vor allem zweite Halbzeit. Wir haben ja alles gegeben, nicht super schöne Handball gespielt, aber mit so viel Herz, mit so viel Moral. Ich muss ja einfach ein Riesenkompliment machen an meine Mannschaft. Erste Halbzeit haben wir verschlafen total. Wir haben sehr viel Mühe gehabt, auch ein Teil von zweiter Halbzeit gegen Weiß und die starke Schütze über die Kraumlinie von Stuttgart. Dann, wo wir sie etwas besser in den Griff gekriegt haben, haben wir das Resultat auch korrigiert und sind wir dann zwei Tore weg, haben wir als Situation gehabt, wo wir dann eine hundertprozentige Chance verwerfen. Da wäre es schon möglich, Spiel zu entscheiden. Kriegen dann blöde Tor und am Ende glücklich gewinnen. Es hätte auch anders sein können. Aber ich glaube, das ist immer so im Leben, wenn du kämpfst und unbedingt etwas willst, dann erreichst du das auch. Heute ist das beste Beispiel gewesen, dass man mit sehr viel Herzblut und Kampfmoral einiges bewegen kann. Es ist nicht immer Qualität entscheidend. Wir haben drei gravierende Ausfälle da mit Borosan, mit Klimek und Langhans. Das ist sehr schwer zu kompensieren. Das kann nicht mal ein THW Kiel. Und von dem her noch größere Lob an meine Mannschaft. Lob auch an die Zuschauer. Die haben uns nicht in den Stich gelassen. Die haben ja uns ganze Zeit ganz, ganz schön unterstützt und wirklich uns nach vorne gepeitscht. Ich hoffe, dass es auch so weiter passiert, dass wir weiter so kämpfen und dass die Zuschauer in noch größerer Zahl in die Halle kommen, weil an diese Mannschaft werden sie Freude haben. Wir werden nicht aufgeben bis zum letzten Spieltag. Wir werden alles geben und hoffentlich reicht das auch für uns. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja. Genau, Goran, vielleicht bist du so nett und noch klärst auf, die Verletzung von Tim Riemer, gibt es da eine erste Diagnose? Mehr weiß ich auch nicht, aber so wie das Team jetzt das geschildert hat, war wahrscheinlich ein Tag oder zwei Tage Pause und dann ist er wieder dabei. Kann ich aber nicht garantieren, aber ich vermute, wenn er so eine Äußerung macht, dann irgendwas stimmt. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht so. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Dankeschön.